Das ist die Mitte unseres Kräuterbuschen, traditionell. Die ist wahnsinnig lang. Ich glaube, ich würde jetzt mal diese da nehmen. Diese Königskerze ist eine ganz tolle Heilpflanze. Sie hat Gerbstoffe und ätherische Öle in sich. Die beruhigen die Bronchien und den Husten. Wir haben ja ab dem 15. August, also dieser traditionellen Maria Himmelfahrt, haben wir den sogenannten Frauen-30er. Das ist bis Mitte September eben die Zeit, wo früher die Frauen die meisten Kräuter gesammelt haben für den Winter. Man sagt eben, in dieser Zeit haben die Heilkräuter die größte Kraft, weil die haben die Sonne und die Wärme des Sommers und da entwickeln die meisten Inhaltsstoffe. Ja. Traditionell ist es so, dass in so einen Kräuterbuschen entweder 7, 9, 12 oder auch 99 Kräuter reingebunden werden. Ich habe mir jetzt mal so 12 zurechtgemacht, eben in der Mitte diese Königskerze. Und dann kommen die großen Kräuter und dann geht es nach unten immer wird es immer kleiner. Und da fange ich mal an mit diesem ganz tollen Kraut. Das ist das Mädesüß. Das blüht weiß und so ganz fluffig und duftet einfach nach dem Sommer. Ganz süßlich, vanillig. Und er ist sehr, sehr gut für einen Erkältungstee und ist fiebersenkend und schmerzstillend. Und ich würde es jetzt einfach mal so reinbinden. Ottermanning, man sagt auch Sängerkraut, das ist eine ganz tolle Pflanze, wenn man heiser ist. Also wenn man die Stimme ölen muss, da kann man einen wunderbaren Tee draus machen. Wassertost oder Kunigundenkraut. Der Steinklee, die wilde Möhre, der Wiesensalbei. Was unbedingt in so einen Kräuterbuschen auch sollte, das ist der Rotklee. Das Johanniskraut hier, die wunderbare Schafgarbe. Das ist echte Labkraut. Also den Frauen diente das ja früher dann auch im Winter als Hausapotheke, dieser Kräuterbuschen. Weil da ist für alle Eventualitäten im Prinzip, sollte da was drin sein, ein Kräutchen. Und da konnten die sich dann bedienen, ja, im Winter. Und dann würde ich jetzt noch Nummer 12 nehmen. Und dann soll es auch gut sein, weil ich kann schon fast nicht mehr drum rumfassen. Und das ist die Ringelblume. Wenn man Probleme mit der Haut hat, auch bei Verletzungen und für Kinder ist das auch gut, eine Ringelblumensalbe. Jetzt muss das ja noch gebunden werden. Der Buschen soll ja im Prinzip nur mit einem Faden gebunden werden. Das ist eben die Kunst. Wenn der Kräuterbuschen fertig gebunden war, dann hat man den segnen lassen vom Pfarrer und dann hat man ihn in den Herrgottswinkel gebracht oder auf den Dachstuhl oder auch in den Stall gehängt und so. Das war dann halt einfach auch das, sollte das Haus beschützen. Ich empfinde da Freude einfach. Ich mache das gerne, ja. Das Schöne an dem Brauch ist einfach die Huldigung der Natur, auch die Huldigung der Maria. Ganz wichtig ist auch, dass eben dieses alte Wissen nicht verloren geht, dass das auch weitergegeben wird, auch an die jüngere Generation, weil viele wissen das ja gar nicht, dass es das überhaupt gab und was auch die Pflanzen bedeuten, was man damit machen kann, wofür sie gut sind und so. So, und jetzt wird das so aufgehängt.